Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von My Jared's World. Heute zu einem etwas traurigeren Anlass und zwar geht es um Phoebe und Holly, wie ihr sie hier auch gerade sehen könnt. Und zwar sind die beiden bei mir jetzt ausgezogen, aber mehr dazu in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken und let's go! Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen über Instagram, wenn ihr mir dort folgt. Und zwar sind Phoebe und Holly zurück zur Züchterin gezogen. Das war auch eine relativ spontane Entscheidung. Sie hatten gerade mal wieder etwas Stress miteinander, aber es war alles gut und sie haben sich jetzt auch im Endeffekt wieder vertragen. Aber ich wollte eventuell sowieso ein Gehege quasi auflösen, deswegen hat sich das gerade sehr gut angeboten. Und ja, genau. Also wie gesagt, die beiden sind jetzt zurück zu ihrer Züchterin quasi gegangen, die beiden Cousinchen. Und dort werden sie jetzt erstmal unter Quarantäne gestellt und dann natürlich weitervermittelt. Ich hoffe sehr, dass sie zusammenbleiben können. Aber das wird sich dann noch herausstellen, weil sie ja ein bisschen Zickenkrieg gelegentlich haben. Wenn ihr da gerne auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann schaut gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Da halte ich euch ja immer auf dem Laufenden, was meine Mäuse so angeht. Und ich bin auch selber sehr gespannt, wo es dann für die beiden hingeht. Natürlich ein artgerechtes Haus, das ist ja logisch. Und ja, deswegen gibt es dieses Video leider heute. Das ist als kleiner Rückblick für die beiden. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall sehr, sehr vermissen. Das Gehege ist sehr, sehr einsam ohne die beiden. Und das tut mir schon echt weh, dass ich die beiden jetzt abgegeben habe. Aber für meine Entscheidung oder für mein weiteres Leben quasi, ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung und das ist das Wichtigste und ich möchte ja auch nur das Beste für die Tiere. Deswegen ist die Entscheidung jetzt leider so, wie sie ist. Ich habe die beiden auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr lieb. Natürlich habe ich Lenny und Benny auch lieb und Lenny und Benny werden auf jeden Fall bleiben. Also macht euch keine Sorgen. Und ja, jetzt hoffe ich, euch gefällt der Rest des Videos auch noch. Ich werde ein bisschen Musik drunter legen, ein paar Fotos und Videos drunter packen und ja. Deswegen alles Gute für euch beiden. Ich hab euch ganz doll lieb. Habt ein schönes Leben.